Mann, ich bin so traurig, Leute. Ich kann einfach nicht meine Eltern finden. Die sind einfach weggegangen. Mann, Brexy. Das ist voll doof. Ich will endlich wieder zu meinen Eltern gehen. Und Lumi ist auch schon lange nicht mehr da gewesen. Alle lassen mich alleine. Ich lasse sie nicht allein, Jimmy. Ich bin dein bester Freund, versprochen. Wirklich? Aber weil ich dein bester Freund bin, habe ich an was getüftelt. Und zwar die ganze Nacht. An was hast du getüftet, Brexy? Das ist die DNA-Maschine. Diese Maschine... DNA? DNA steht für DNA. Aber was soll ich da machen, Brexy? Ich bin traurig und will nicht in deine blöde Tüftelmaschine. Warum sind da überhaupt so Schädel? Das sieht gruselig aus. Das ist nur eine andere Geschichte. Aber die DNA-Maschine kann deinen Körper analysieren und herausfinden, wer deine Eltern sind. Dabei musst du nur auf diesen Bildschirm hier gucken. Was? Und aus meinem Drucker kommt dann ein DNA-Test raus. Boah, wie cool, Leute. Seht ihr das? Hier ist ein Fernseher und da drüben ist ein Drucker. Und, das könnte echt funktionieren. Okay, Brexy, ich vertraue dir. Aber wenn das wieder nicht klappt, dann... Ich brauche dann deine Unterstützung, Brexy. Brexy, aber was ist, wenn das Projekt schief geht? Dann... Es kann nicht schief gehen. Weil das... Es analysiert nur deinen Körper. Aber Brexy, warum ist hier ein Fernseher? Der sieht voll riesig aus. Und was hat das damit zu tun, dass ich meine Eltern wiederfinde, Brexy? Es macht doch gar keinen Sinn. Und der Fernseher ist da, um Signale rauszusenden. Vielleicht können wir dann deine Eltern finden. Oh, du hast recht. Mit den Frequenzen können wir sie vielleicht erreichen. Na schön, Brexy. Ich fühle mich bereit. Leute, fühlt ihr euch bereit? Oh, man sieht mich gar nicht. Wenn ihr auch wollt, dass ich glücklich bin, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Alle zusammen. Okay, Brexy. Ich vertraue dir. Auf 3. 1, 2... Boah, was war das denn? Da war alles so weiß, wie cool. Brexy, meinst du, es hat funktioniert? Warte, der Drucker druckt jetzt was. Lass mich raus, komm schon, was steht da? Zack, fertig. Und hier. Wer sind meine Eltern? Wo sind die? Warte, bevor du reinguckst. Bevor ich reinschaue. Alles, was da steht, muss nicht 100% echt sein, okay? Okay, also, aber es kann sein, dass alles stimmt, ja? Okay, ich werde jetzt reinschauen, Brexy. Hoffentlich finde ich so meine Eltern wieder. Und zack, 51% Fernsehermutter. 45% TV-Error-Prozess beendet. Jimmy's TV. Mann, Brexy, deine blöde Maschine funktioniert nicht. Da steht irgendwas von dass meine Mama ein Fernseher ist und so ein Quatsch. Das geht doch gar nicht. Sie ist ein Mensch und kein Fernseher. Weißt du was? Behalt dein blödes Projekt einfach von selber. Ich will das gar nicht mehr. Das war auch ein Fehler, dass ich dich gefragt habe, Brexy. Tut mir leid, ich wollte dir doch nur helfen. Tut mir leid, Brexy. Ich wollte nicht so hart zu dir sein, aber du hast mir voll die Hoffnung gemacht. Das darf man nicht machen als bester Freund. Hä? Ach, Brexy. Komm, gehen alle Fernseher an. Ja. Weißt du was? Ich gehe schlafen. Schlaf gut, Brexy. Und kümmere dich mal um deine komischen Sachen da. Die spinnen alle. Keine Ahnung, was bei dir ist, Brexy. Ich sag dir ehrlich. Du musst auf jeden Fall weniger Pranks machen. Genau. Das war kein... Oh Mann, okay. Ich weiß nicht, Leute. Irgendwas stimmt mit Brexy nicht. Meint ihr, er hat mich geprankt oder war das kein Prank? Das sah mir voll nach einem Prank aus, Leute. Und er weiß genau, dass ich wieder zu meinen Eltern will, weil ich vermisse die langsam ehrlich, Leute. Aber egal, wir gehen erstmal nach Hause und spielen eine Runde Fortnite. Das macht sowieso viel mehr Spaß. Yippie, Fortnite! Oh, Fortnite! Endlich, Leute! Aber ich habe doch mir neulich erst was Neues geholt. Genau, mein Fernseher. Den habe ich noch gar nicht angeschlossen, Leute. Wo könnte der am besten hinpassen? Oh, ich kann endlich im Bett Fernsehen schauen. Wie cool ist das denn, Leute? Und zack. Der sieht da perfekt aus, Leute. Und,
was ist das denn, Leute? Hä, wo kommt dieser... Hä? Hä, wo kommt denn jetzt der komische... Sound her? Aus der Switch? Bin ich noch in der Runde drin? Nee, die Switch ist aus, Leute. Der Fernseher ist eigentlich auch aus. Hä? Was? Hallo, wer ist denn da? Hör auf, meinen Namen zu sagen die ganze Zeit. Wer ist da? Hallo? Das hört sich gruselig an, Leute. Ich glaube, ich sollte langsam echt schlafen gehen, oder? Ich gehe zu Niki und erzähle ihm das, dass hier irgendwas Komisches ist. Stimmt, Leute, Niki kennt sich aus mit Technik. War da hinten nicht Braxy? Nee, der war da nicht. Wir müssen schnell zu Niki, Leute. Der ist doch so ein Profitechniker. Vielleicht kann er mir sagen, was in meinem Fernseher ist. Komisch, Leute. Niki! Oh, Leute, Niki muss da vorne sein. Und komm schon, er ist direkt da vorne. Hör, seine Tür ist sogar offen. Niki! Oh, Niki. Hey, warum machst du die Tür zu, Niki? Schnell rein, schnell. Hey, was redest du denn jetzt schon wieder, Mann? Niki, du spinnst doch. Meine Hackeranalysen sagen, hier passieren ganz komische Sachen auf der Insel. Was für komische Sachen? Niki, ich wollte dich fragen, ob du meinen Fernseher anschauen kannst. Der tut komische Geräusche machen, genau. Nein, 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 nicht den Fernseher. Was für Geräusche macht er denn? Na, der macht so... Na, warte, macht dein Fernseher auch so komische Geräusche? Ich mach ihn mal an, warte. Hä? Der geht gar nicht an. Du musst zu mir kommen. Das ist doch nur mein Fernseher. Komm mit, Niki, schnell. Es wird doch schon dunkel. Das heißt, ich muss bald ins Bett gehen, weil... Ach, Leute, ihr wisst Bescheid. Das ist eh nicht so gut, wenn man so lange wach bleibt. Deswegen, schnell nach Hause. Komm schon, Niki, vertrau mir. Da ist irgendwas in meinem Fernseher und ich weiß nicht, was da ist. Ich sag dir ehrlich, irgendwas stimmt da nicht. Guck mal, ich habe den hier hingestellt und wollte mich schlafen legen. Und dann hat der komische Geräusche gemacht, Niki, ehrlich. Aber jetzt macht er keine. Vielleicht war das einfach nur ein Bug oder so. Weißt du was, Niki? Ich leg mich schlafen. Schlaf gut. Okay, aber schalt lieber dein WLAN abends aus. Nicht, dass das nochmal passiert. Hä, was redest du denn da? Mann, Niki, du spinnst. Geh nach Hause. Lern für die Schule oder so. Wir haben morgen eh Unterricht. Gute du Nacht. Sagst mir, ich spinne, aber du hast doch die ganze Zeit hier diesen Rababalaba erzählt. Hä? Okay. Fixi. Was macht denn Braxy da draußen, Leute? Wartet mal, ich muss da mal kurz Braxy raus. Hat eine Meise. Geh Braxy, mal weg, Braxy, was willst du hier bei mir? Was hast du wieder vor? Jimmy, Braxy. Ich wollte nur gucken, ob es dir gut geht. Du hast. Du standest gut unter TV-Strahlung. Ah, hört mal auf mit euren Quatsch, mit euren komischen Strahlen. Ich gehe jetzt schlafen, ey. Morgen ist ein harter Tag und ich muss für die Schule fit sein. Deswegen, Leute, wisst ihr was? Schlaf gut. Ich leg mich schlafen. Gute Nacht, Leute. Boah. Oh, guten Morgen. Hä? Es ist Nacht, Leute. Ich glaube, ich bin zu früh aufgewacht. Da. Nein, es ist doch Tag. Boah, wie schnell es auf einmal Tag wurde. Wie cool. Hä? Seit wann macht meine Switch so komische Geräusche? Wieso machen meine Switches so komische Geräusche, Leute? Ich hab zu viel Fortnite gespielt, Leute. Und im Fernsehen läuft auch nichts. Hä? Was war das denn? Ha! Das da! Nein! Nein, 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 das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, Leute. Hä? Da ist noch so ein Typ. Die sehen gruselig aus. Nein, ich leg mich wieder schlafen, genau. Einfach wieder schlafen legen, Leute. Gute Nacht. Nein, die kommen rein. Ich muss runtergehen. Ich muss. Nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Jimmy, unser Sohn. Ich muss hier hoch. Ich muss ganz schnell hier weg. Ganz schnell hier weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 was willst du von mir? Dein Vater. Was, Vater? Deine Mama ist ja auch. Was, was redet ihr denn da für ein Blödsinn? Hört auf damit. Nein, 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 nein. Wer bist du? Wer seid ihr? Ihr seid gruselig. Geht weg. Geht weg von mir. Haut ab. Ihr seid böse. Aua, aua. Ha, Leute, mir geht's gar nicht gut. Oh, was passiert mit mir? Oh, was hat ihr mit mir angestellt und was wollt ihr überhaupt von mir, hä? Ha, sag schon. Wer wir sind?
Nein, wer seid ihr und warum habt ihr Fernseher auf dem Kopf? Eine Seele haben. Was? Nein, ihr seid voll gruselig. Lasst mich in Ruhe. Ich dachte, ihr seid nett. Jimmy, so sprichst du nicht mit deiner Mama. Mama? Leute, ich glaube... Was? Ich glaube, das sind... Das sind meine adoptierten Eltern oder so. Keine Ahnung. Leute, ich glaube, das hat alles was mit Braxis Erfindung zu tun. Da war doch ein Fernseher und mein Fernseher hat auch komische Geräusche gemacht. Das hängt doch alles bestimmt wieder zusammen, Leute. Aber ich will doch meine richtigen Eltern. Und außerdem seid ihr doch nett. Ihr kämpft doch immer gegen Skibidi, gegen diese Toilette, oder nicht? Richtig. Aber was wollt ihr dann von mir? Weil du uns gerufen hast. Was? Ich hab euch nicht gerufen. Das ist ein Missverständnis, Mann. Das müsst ihr mir glauben, ehrlich. Nein, das war alles wegen Braxis Maschine. Er hat da irgendwas getippt und dann kam da irgend so ein Geräusch und dann bam und dann warte hier und dann, ach Mann, ich will das alles nicht mehr. Könnt ihr nicht einfach mich in Ruhe lassen? Okay, komm, wir gehen, Schatz. Er will nicht mit seinen Eltern reden. Es ist schon zu spät. Was soll das denn heißen? Du wirst schon sehen, Jimmy. Na, lasst mich in Ruhe. Ich muss zur Schule. Außerdem gibt's euch gar nicht. Das ist eh nur ein Traum. Genau. Das ist nur ein blöder Traum. La, la, la. Aua! Weißt du, was mit Hannah und Lumi passiert ist? Was ist mit denen passiert? Hey, bleib stehen. Was ist mit denen passiert? Sag mir jetzt sofort, was mit denen passiert ist. Passieren. Was meint der? Papa. Jimmy. Ja. Entweder wir adoptieren dich wieder zurück, weil wir das nicht akzeptieren mit Lumi, oder du wirst ein Feind von uns werden. Leute, für was soll ich mich entscheiden? Schreibt schnell in die Kommentare. Soll ich ein Feind werden von diesen TV-Menschen? Oder soll ich doch die Adoption annehmen, Leute? Es ist so schwierig. Vielleicht werde ich dann aber nie meine richtigen Eltern finden, ne? Okay, wisst ihr was? Ich werde für einen Tag lang euer Kind sein. Und ich werde alles tun und machen, was ihr wollt. Aber danach lasst ihr mich in Ruhe, okay? Wie nein? Warum nicht? Du musst immer unser Sohn bleiben. Nein, ja! Nein, aber okay, dann... Du hast deine Mutter gehört, Jimmy! Leute, ich werde die wieder pranken, genau. Ihr habt recht, genau. Ich werde für immer euer kleines Kind sein. Was soll ich machen? Sagt schon, was ist die Aufgabe, die ich erledigen soll? Soll ich wieder irgendwo Fernseher hin platzieren? Oder soll ich vielleicht einen Riesenfernseher bauen? Oder warte, noch besser. Ich mache ein eigenes Fernsehprogramm. Haha, na, was soll ich machen? Alle Toiletten auf der... Als allererstes. Aua, nein, Leute. Die sind echt nicht zu spaßen, Leute. Diese anderen... Oh, mir ist richtig schwindelig. Was ist? Los! Als allererstes musst du Braxis Labor vernichten. Was? Der hat uns hergerufen und wenn du uns hergerufen kannst, dann kann er auch die Skibidi kommt wieder, Leute! Nein. Okay, Braxi ist zwar mein bester Freund, aber ich muss das erledigen, Leute. Die haben recht, wenn ich die schon herrufen kann, dann kann die doch jeder herrufen. Stellt euch mal vor, das Fangirl würde diese TV-Menschen errufen. Oh, die würde die ganze Insel kaputt machen, Leute. Deswegen schnell rein einbrechen. Ich muss irgendwie einbrechen hier. So, komm schon, zack. Nein. Och nein, jetzt sind wir sind runtergefallen, wir sind so ein Dussel, Leute. Jetzt sind wir hier unten, komm schon, geh kaputt, noch ein Stück. Und wir haben es gleich, Leute, mit eurer Hilfe schaffen wir das. Sehr gut. Komm schon, wir haben es geschafft. Okay, wir sind jetzt im Braxis Labor, Leute, wir müssen uns beeilen, nicht, dass der kommt oder so. Ich muss jetzt alles Elektronische hier kaputt machen, die ganzen Fernseher müssen weg. Komm schon, geh kaputt. Nein, das ist zu stark, Leute. Ich muss, hier sind auch noch irgendwelche Monitore, die müssen auch weg, so. Zack, alles kaputt machen, Leute. Sehr gut. Und zack, wir haben den auch mitgenommen. Und jetzt diese blöde Maschine, hä? Die beobachten mich sogar. Mann, ich mach doch schon alles kaputt. Alles gut, Mann. Ihr müsst mich nicht beobachten da oben.
Lass mich einfach in Ruhe, Mann. Wieso kann ich nicht einen Tag in Ruhe Kind sein? Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Mann, habt ihr es auch so schwer, Kind zu sein? Das ist echt richtig hart manchmal. Die Erwachsenen glauben das gar nicht. Die denken immer, das ist einfach, aber das ist nicht einfach. Seht ihr? Hä? Oh, oh, ich habe Angst, dass Brexy gleich kommt. Oh, das wäre gar nicht gut. Ich muss kurz schnell hochgehen, 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 Leute. Wir müssen schauen, ob Brexy noch irgendwas da oben hat. Nicht, dass er noch mehrere Monitore hat. Das wäre gar nicht gut. Oh, los, hochgehen, 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 Leute. Oh, wir sind gleich oben. Und zack, okay. Hier oben sieht's gut aus, Leute. Aber was sollen wir jetzt mit den... Hä? Was macht der da? Ah, die machen da irgendwelche Portale hin, Leute. Nein, ich muss wieder runter. Schnell weg hier, weg hier, weg hier. Oh, Jimmy. Oh, oh, Niki ist da unten, Leute. Ich werde einfach Jimmy. So tun, als wenn ich so nichts getan habe. Was geht, Niki? Ich sehe hier ganz komische Gestalten, die hier rumlaufen. Guck mal, da oben auf dem Dach. Was? Ah, du hast recht. Da ist wirklich jemand. Oh mein Gott, Niki, du hast sowas von... Niki, du hast sowas von recht. Weißt du was, Niki? Das ist alles ein Traum. Genau, du träumst das nur. Gute Nacht. Tschüss. Er schießt auf uns mit Portalen. Das ist gar nicht gut, Leute. Nein, 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 nein. Nein, nein, nicht, dass Niki irgendwas passiert, Leute. Nein, Niki darf nichts passieren. Oh, ich muss diesen Fernseher wegmachen. Niki, kannst du alle Konsolen wegmachen, bitte? Ich will kein Fortnite mehr spielen. Deine Zeit ist rum, Jimmy. Du hast Niki erschreckt, Mann. Wenn du mein Papa bist, dann darfst du nicht Niki erschrecken. Das machen Eltern nicht. Das ist nicht gut. Niki, ich habe viel von ihm gehört über den Fernseher. Weg hier. Leute, das geht alles in eine ganz falsche Richtung. Ich wollte doch nur meine richtigen Eltern finden. Und jetzt werden schon meine Freunde bedroht. Ich muss hier irgendwo weg, Leute. Aber wohin soll ich? Hä? Warte Jimmy. Mal, wie bist du so schnell bei mir gekommen? Wie hast du Deine das... Deine Frequenzen haben mich hierher gebracht, Jimmy. Aber, du bist jetzt unser Sohn. Warte und mal. Du warst schon immer unser Sohn. Nein, und das... du benimmst dich jetzt auch so. Deine Mama ist traurig. Das heißt ja, ich kann nirgendwo hingehen. Nein, Leute, was soll ich Jimmy. Machen? Was hast du da in der Hand gehabt? Wow. Das ist für dich. Für mich? Leute, das ist doch... Das ist eine Portalgun. Okay, was soll ich damit machen? Du wirst damit Folgendes machen. Erzähl schon, was soll ich machen? Soll ich... Leute, ich kann ihn doch damit bestimmt wegteleportieren in eine andere Dimension. Wie cool wäre das denn? Okay, ich mache alles, was du willst, ehrlich. Was soll ich machen, Paps? Sag ehrlich, ich mache alles, was du willst, versprochen. Okay, mein Sohn, so will ich dich haben. Du gehst zu Niki... Wenn er schläft, es ist jetzt nachts geworden, komm mit. Und dann erstellst du ein Portal unter seinem Bett. Unter seinem Bett? Und dann aufsteht. Und dann? Wir müssen ihn beschützen, Jimmy. Die Skibidi-Toiletten kommen gleich. Okay, ich vertraue dir, Paps. Leute, ich mach das einfach mal, was der sagt. Der wird schon wissen, was er will. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich das mich mache, Leute. Okay, ich soll jetzt bei ihm einbrechen, ja? Ja, und dann erstellst du ein zweites Portal, ganz weit weg von hier, damit er in Sicherheit ist, falls hier was passiert. Du kannst gar keinen Schaden nehmen. Ja, natürlich, mach ich. Leute, ich kann ihn nicht erledigen. Habt ihr gesehen? Er hat gar keine menschlichen Organe. Und hier wohnt doch Niki. Okay, wir müssen jetzt ein Portal hin machen. Oh, Niki, tut mir voll leid, Leute. Am besten machen wir das Portal hier hin. Das heißt, wenn er aufwacht... Dann wird er da reinfallen. Tut mir leid, Niki, ich muss es machen. Habe ich... Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Portale gemacht, oder, Leute? Warte, lass uns mal nach draußen gehen. Wo soll das andere Portal hin, der Vater? Ich habe dir doch gesagt, ganz weit weg. Ganz weit weg. Okay, ich werde es ganz weit weg machen. Leute, ich werde einfach ein bisschen weiter weglaufen. Der wird das eh nicht checken. Ich werde das Portal bei Lumis Haus machen. Und zwar will ich das hier hin machen. So. Und dann, wenn er reinläuft... ich bin fertig. Haha. Oh Mann. Jetzt muss aber alles glatt laufen, Leute. Ansonsten gibt es richtig Ärger. Okay, jetzt muss ich nur noch Niki irgendwie wach machen. Niki! Das Portal ist weg, Leute. So. Niki! Wach schon auf, du Dussel.
Da, hä, was ist los, Jimmy? Da ist ein Monster! Los, weg hier! Ah! Ah! Nein! Nein, Nicky ist weg! Oh, oh. Naja, aber ich glaube, er müsste bei Lumi sein. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben das geschafft. Wir müssen jetzt aber irgendwie diesen komischen Typen wegbekommen. Die sind voll gruselig, Leute. Wie kriegen wir die weg? Habt ihr irgendeine Idee? Schreibt es mir in die Kommentare. Oh, Leute, ich muss ganz, ganz schnell zu Nicky gehen. Der muss da irgendwo bei Lumi sein. Ich habe ihn da extra hin teleportiert. Komm schon, der muss mir irgendwie helfen, Mann. Oh, Nicky, wo bist du? Nicky? Ich bin hier in der Ecke. Ach, Nicky, das war der TV-Mann und die TV-Mama haben mich adoptiert. Aber ich will nicht mehr von denen adoptiert sein. Meinst du, du kannst mir irgendwie helfen, Nicky? Komm schon. Und warum sind was da? Gemeint zu mir? Was sind das hier für komische Sachen? Seit wann? Das sind bestimmt irgendwelche Zaubersachen. Boah, da vorne ist der. Nein. Hä? Warte mal. Lumi hat voll die krassen Sachen. Ja. Gib mir das. Oh, ich muss schnell das nehmen. Warte, ich werde kurz die blaue Substanz nehmen, Leute. Und zack. Wow, Leute, schaut mal, wie groß ich bin, Nicky. Oh, guck dir mal an, wie riesig ich bin. Oh, du bist ein Riese. Das sieht voll cool aus. Aber kann ich jetzt gegen ihn kämpfen, Leute? Vielleicht kann ich ihn jetzt loswerden, endlich. Okay, blöder TV. Hä? Hä? Was? Aber der ist genauso groß wie ich. Nein, das kann nicht sein. Jimmy, was soll das? Na, ich will gegen dich kämpfen. Verschwinde endlich. Ich bin Jimmy und ich bin nicht dein Sohn. Und du bist nicht mein... Aua. Oh, jetzt auch, hä? Also. Aua, Leute. Aua. Boah, mir wird schwindelig. Nochmal. Oh. Ha, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ha, das... Oh nein. Oh, wir kommen zum Glück hier durch. Okay, damit hast du nicht gerechnet, ne? Sei ehrlich. Okay. Ich bin dein Vater. Bist du nicht. Du mir das bist an? Irgendjemand. Und jetzt ich schieß ihn Feuer. Ab. Nein. Komm schon. Ich muss ihn treffen. Oh, ja. Nein, Jimmy. Hä? Was habe ich noch für Fähigkeiten? Boah, schaut mal, Leute, was ich machen kann. Boah, Super Genesis, boah, das ist voll cool. Ja, ich werde weitermachen, ich werde nicht aufhören. Boah, Leute, ihr müsst liken und abonnieren, damit wir stärker werden. Komm schon, boah, komm schon, Nicky, mach auch mit, du musst ihn fertig machen. Er ist böse, genau, du bist extrem böse. Nein, bist du nicht. Und weg mit dir. Komm schon, das klappt nicht, Leute. Nein. Aber das da. So. Weg mit ihm. Komm schon, wir müssen ihn treffen. Los, Nicky, du musst ihn treffen. Fertig machen. Mach ihn fertig. Auf. Lass mich in Ruhe. Oh, Leute. Ja, ich treffe ihn. Und weiter. Wir haben ihn gleich. Ey, super, Jimmy. Wir haben es geschafft, Nicky, du bist der Beste. Aber, Jimmy. Wo kommt das her? Lange nicht. Nein. Das, hast du das gehört, Nicky? Oh, ich muss los. Alles nur wegen Braxys Erfindung, Leute. Mann, Braxy soll nicht so blöde Erfindungen haben. Das ist gar nicht gut und wir sind jetzt riesig. Oh, was sollen wir denn jetzt machen? Ich glaube, Leute, ihr müsst alle liken und abonnieren. Erst dann kann ich wieder normal werden. Ich will nicht riesig sein. Ich will Jimmy sein, der Kleine. Lasst jetzt alle schnell ein Like und ein Abo da. Auf 3. 1, 2 und 3. Oh, wow. Ihr seid die besten, Leute. Ich bin wieder Jimmy, der Kleine. Aber ich habe noch immer den coolen Zauberstab. Das muss ich unbedingt Braxy zeigen. Wow. Und zum Glück ist seine blöde Maschine weg. Ey, Leute, das war richtig krass. Wo ist überhaupt Braxy? Nicky, weißt du, wo Braxy ist? Ich weiß nicht. Ich geh jetzt erstmal bei ihm gucken, was er so schönes Braxy! Hat. Oh, du wirst mir nicht glauben. Aber ich habe deine Eltern gefunden. Die haben mich zu dir teleportiert. Und die haben gesagt, die werden alle kommen. Die komplette Familie wird kommen und dich finden, haben die gesagt. Braxy, oh nein. Du machst mir Angst, Leute. So, Kinder, der Unterricht ist beendet. Ja. Jetzt schnell raus. Ja, oh, yippie, endlich. Weg hier. Oh, Braxy, wir können endlich in die Ferien wieder gehen. Yippie. Braxy. Nee. Hä? Was ist denn? Ich,
Warte, ich muss die Tür zu machen. Niki, was tschüss. Ist denn? Wieso darf Niki das ja, nicht wissen, tschüss. Brexy? Okay, Niki, komm, war nur Spaß. Okay, was willst du uns sagen, Brexy? Ich hab eine richtig coole Erfindung, die muss ich dir unbedingt zu Hause zeigen. Coole Erfindung? Ich kenne deine Erfindung, die geht immer nach hinten los. Warum? Was hast du denn wieder gemacht, Brexy? Ich habe vielleicht Eier gezüchtet, aber du musst mal sehen. Eier? Ja, was sind das für Eier? Was redest du da, Brexy? Ja, komm erst mal zu mir, das kann ich dir nicht einfach so erklären, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Okay, also sind die gefährlich? Brexy, sei ehrlich. Das weiß ich ja noch nicht. Oh, Brexy hat irgendeine Erfindung, aber... Na, seine Erfindung geht immer nach hinten los, Leute. Sollen wir es versuchen? Ich glaub ihn mal. Okay, Brexy, da bist du ja. Mann, zeig mir jetzt das Ei. Ich will wissen, was da drin ist. Das zeige ich dir zu Hause, Mann, komm. Okay. Nicht so laut, Jimmy, soll auch keiner wissen. Na, ist mir doch egal. Der blufft doch eh, da ist eh nichts drin. Außerdem will er nur, dass wir irgendwie nach Hause gehen, damit wir bei ihm irgendwas spielen oder so. So, wo ist das jetzt, Brexy? Oh, warte, hier nicht. In deinem Labor. Wisst ihr was? Brexy lügt eh. Ich gehe nach Hause, Leute. Der hat wieder irgendeinen Blödsinn erzählt. Mach's gut, Brexy. Und na, nimm mich wieder hoch. Das ist nicht cool, wenn man seine Freunde einfach, du weißt schon. Nicht witzig. Hä? Oh, das ist doch im Labor, ich dusel. Labor? Leute, das Brexy-Labor, ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht. Was hat der da eigentlich drin? Jetzt bin ich irgendwie neugierig geworden. Okay, Brex. Was ist das denn? Boah, da ist einfach ein... Aber das sind ja zwei Eier. Brexy, was sind das für komische Eier? Wo hast du die her? Ich hab die entwickelt und ich hab mir auch Eier geholt und hab dann mit einer speziellen Formel sie befruchtet. Was? Das heißt, da kann irgendwas rausschlüpfen? Aber das ist voll... Richtig, und ich weiß nicht was. Leute, sollen wir so ein Ei einfach adoptieren, Leute, und schauen, was bei rauskommt? Das wäre doch voll cool. Ach, Brexy, bitte, kann ich eins haben, bitte? Bitte. Ja, mir wird schon nichts passieren, oder, Niki? Aber Brexy, er sagt ja die ganze Zeit, das ist Schrott und jetzt willst du ihm eins geben? Na, weil ich ihm nicht geglaubt habe, weil Brexy so oft gelogen hat. Aber jetzt will ich's haben, bitte. Ich pass drauf auf, ehrlich, Brexy, komm schon. Okay, als Zeichen unserer Freundschaft darfst du das Recht der Eier haben. Wie cool, Leute. Seht ihr, ich hab das Ei. Wie cool das ist. Danke, Brexy. Ich werde auf jeden Fall drauf aufpassen. Wir sehen uns morgen beim Unterricht. Tschüss. Okay, tschüss. Und nicht fallen lassen. Nein, ich lass das Ei nicht fallen. Hau rein. Ach so, ich kann dir ein paar Dias geben als Wiedergutmachung. Hier. Tschüss. Ich brauche keine Dias, aber okay, tschüss. Okay, tschüss, Brexy. Leute, wir haben einfach irgendein Ei von Brexy bekommen. Habt ihr eine Idee, was da drin sein könnte? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, da ist eine Babykatze drin. Oh, so eine richtig flauschige. Genau, Leute, aber ich muss mich jetzt erstmal schlafen legen, weil es ist schon dunkel und ich bin gespannt, was da schlüpfen wird, Leute. Gute Nacht. Hä? Was ist das denn, Leute? Das sind ganz, ganz komische, merkwürdige Sounds. Wo kommen die her? Ist eine von meinen Switches an? Die ist aus, die ist aus. Mann, die sind alle aus. Wo? Hä? Mann, das sind so komische Babygeräusche. Hört ihr das auch, Leute? Das ist voll merkwürdig, Mann. Ich kann so nicht schlafen. Ne? Hä? Warte mal. Verändert sich das Ei etwa? Ha! Das Ei schlüpft, Leute. Nein, 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 nicht jetzt. Oh nein. Wow. Hä? Warte mal. Hey, wer bist du denn? Nein, 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 nein. Nicht der Lautsprecher, Mann. Nicht der Lautsprecher, Mann. Nein, 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 nein. Nein, du bist böse. Nein, Freunde, was ist das denn? Das ist irgendein komischer Lautsprecher. Nein, wie niedlich sieht der denn aus? Aber ich dachte nicht, dass aus dem einen Lautsprecher rauskommt. Hä, was hat Brexy da für komische Experimente gemacht? Schaut euch mal den kleinen Knirps an. Boah, der sieht genauso groß aus wie ich. Und hey, schau mir mal in die Augen, du Kleiner. Selber klein. Hä?
Das ist ein Lautsprecher-Baby. Oh nein, was soll ich denn mit so einem kleinen Knirps machen, Leute? Oh, der läuft mir die ganze Der läuft mir die ganze Zeit daher und sagt, ich bin ein Baby. Ich bin kein Baby. Und außerdem bist du gerade eben erst geboren. Lass mich in Ruhe. Warum nein? Was willst du von mir? Weißt du was? Du bist ab jetzt mein Haustier. Genau. Ab jetzt werde ich dich adoptieren. Oh, wie süß der aussieht, Leute. Schaut mal, der kann gar nicht gehen. Oh, lernt gerade zu gehen, der Kleine. Oh, der kann sogar schon springen. Das muss ich unbedingt Braxy erzählen. Komm mit raus. Los, beeil dich. Oh, Mann, das wird richtig lustig, Leute. Oh, es ist mitten in der Nacht, aber ich muss Braxy wecken. Er ist da irgendwo, Leute. Das wird mir noch keiner glauben. Braxy! Braxy, 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 Braxy. Braxy, mach auf. Braxy, komm schon, Braxy, mach die Tür auf. Oh, wie süß der ist. Der läuft mir einfach hinterher. Mann, Braxy, mach die Tür auf. Oh, komm schon. Braxy, Notfall, Notfall. Guck mal, was da geschlüpft ist. Was? Ja, das ist Braxy. Genau, kleiner Mann. Das ist mein bester Freund. Oh, wie süß der ist. Guck mal, der ist geschlüpft, Brax. Das ist gar nicht gut, die sind gefährlich. Nein, die sind nicht gefährlich, nur die Alten sind gefährlich, aber der ist doch voll jung, der ist doch voll niedlich. Oh, wie süß der ist. Braxy, danke, dass du mir das Ei geschenkt hast, du bist der... Hä? Nein, sag sowas nicht, hör auf damit. Braxy ist dein bester Freund. Ich muss ihn nur noch ein bisschen erziehen, Braxy, dann wird das schon, ehrlich. Komm mit ins Labor, Lautsprecher, schnell! Nein, das ist meiner! Du gehst nach Hause wieder, okay? Papa. Genau, ich bin sein Papst, siehst du? Ich hab ihn nämlich auf die Welt gebracht, den Kleinen, haha! Mann, Jimmy, ich hoffe, du weißt, was du da tust. Na klar weiß ich, was ich tue, aber weißt du, was der ist? Ich hab nämlich keine Ahnung, Braxy. Der muss doch groß und stark werden, oder nicht? Wenn der groß und stark wird, kann es sein, dass er jeden und alles vernichtet. Nein, nein. Du bist einfach nur neidisch. Komm mit, kleiner Lautsprecher. Wir gehen was essen. Oh, vielleicht hat ja Niki irgendwas zu essen. Was magst du denn essen? Leute, das hat sich echt gruselig angehört. Vielleicht hatte Braxy doch recht. Ich gebe ihm aber eine Chance. Vielleicht ist er einfach nur durch den Wind. Na, komm mal mit, wir gehen zu Niki. Das ist auch ein guter Kollege. Außerdem ist es schon Tag geworden. Und das heißt, dass wir einen super mega Vater-Sohn-Tag haben werden. Mit so einem kleinen Lautsprecher. Niki, wo bist du? Niki! Oh, hoffentlich ist Niki... Ich bin unten in meinem Keller. Oh, Niki! Mann, komm. Na, ich muss mal runtergehen. Komm mit, kleiner Lautsprecher. Wir gehen nach unten. Okay, Niki. Hä? Was? Du darfst hier noch nicht rein. Guck mal, ich hab einen kleinen Babyfreund. Haha. Hä? Wer ist das denn? Das ist Lautsprecher-Baby. Der ist voll süß. Oh, der sieht irgendwie komisch aus. Niki, hast du den denn her? Hä? Das ist von Braxys Ei rausgekommen. Von seinem krassen kleinen Ei. Sag mal, hast du eine Idee, was der Kleine ist? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, du gehst schnell raus mit ihm. Das darf hier noch keiner sehen. Hey, willst du das etwa trinken? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Niki, was ist das? Das ist noch nicht fertig gebraute Brühe. Du musst schnell raus mit ihm. Geht's dir gut, kleiner Mann? Oh, ich glaube... Er muss schnell diese Flasche trinken, sonst wird er nachher zum... Mutanten. Was? Ach du Blödmacht. Niki, ich kenne deine Pranks. Das ist alles nur Blödsinn, was du erzählst. Außerdem ist das mein kleiner Sohn. Komm mit, wir gehen woanders hin. Wenn die den nicht haben wollen, gehen wir eben weg. Nein, nicht böse. Er ist gut. Boah! Hä? Niki? Er ist einfach groß geworden. Ich hab's dir gesagt. Was? Boah, schau mal. Er hat eine richtig coole Haut. Das ist alles so metallic und... Boah, da kommt auch ein richtig cooler Sound bei raus, wenn man ihn anfasst. Mach mal blub. Oh, blub. Haha, wie cool das ist. Ey, der ist voll cool. Warte mal, bist du etwa älter geworden? Ja.
und... Er hat noch von meinem Saft getrunken, hier, der noch nicht fertig war. Ach Mann, Niki, das... ja, ich bin ein Baby, aber ich bin immer noch dein Paps, ehrlich. Du musst nett sein, okay? Du hast nichts Falsches machen, Lautsprecher. Was magst du eigentlich? Was sind deine Hobbys? Erzähl mal. Armee. Hä? Oh nein, jetzt macht er irgendwelche Lautsprecher schon hier hin. Niki, was hast du ihm denn gegeben? Mann, als Baby... Geh schnell raus, der wird noch größer, glaube ich. Kann das schnell weg. Hoch. Als Baby hat er irgendwie mir mehr gefallen. Da hat er nicht... Braxy! Hi! Braxy, das ist, Lautsprecher-Baby. Er ist, gewachsen. Ein bisschen, Lautsprecher-Baby sieht aber gar nicht mehr aus wie ein Baby. Und wer ist bei mir eingebrochen im Labor? Was? Hör auf, sowas zu sagen, Lautsprecher. Braxy ist mein bester Freund. Wenn du ihm was antust, dann tust du auch deinem Paps was an. Deswegen hör auf. Lass das sein. Was? Böse. Nein, guck mal, Braxy. Schnell, gib mir irgendwas, Braxy, damit der merkt, dass du gut bist. Schnell, gib mir irgendwas Nettes. Gib mir Bananen oder so, oder? Dias, guck. Siehst du, Lautsprechermann? Der ist nett. Er hat mir Diamanten geschenkt. Netter Mann. Mhm, Braxy, nett. Braxy, Freund. Genau, Braxy, Freund. Wir müssen kurz reden. Alleine, Jimmy. Okay, Lautsprechermann, mach nichts Falsches mit Niki. Ich muss kurz mit Braxy reden. Was ist los, Braxy? Jemand ist bei mir eingebrochen und hat die kompletten Formeln geklaut, wie man diese Eier erschafft. Aber und was ist, wenn er eine Armee gründet? Das heißt dann, dass unsere Stadt in Gefahr ist und wir und die Welt, nein, die Welt erobert wird von so komischen Lautsprechern-Typen. Braxy, was? Hä? Hilfe, guck. Der macht eine Armee! Nein! Hör auf damit! Nicht gut, Lautsprechermann! Böse! Aufhören! Nein, aufhören damit! Braxy, Mann, hast du nicht weiter geforscht? Du musst doch irgendwas herausgefunden haben über die. Ich hab doch gesagt, es ist noch ein Experiment und du wolltest das unbedingt mit nach Hause nehmen. Ja, ich dachte, die sind ja auch nett und so. Das Baby war voll cool, aber der ist voll gruselig. Schau ihn dir mal an, der macht da überall einen Lautsprecher rein bei Nikis Haus. Tut mir leid, Niki, es ist echt unangenehm. Du bist der schlechteste Wissenschaftler, den ich kenne, Braxy. Ja, genau, alles deine Schuld, Braxy. Was wäre eigentlich, wenn die bei dir geschlüpft wären, hä? Dann hättest du dir wohl selber die Schuld gegeben, stimmt's? Mein Haus ist voll mit Lautsprechern. Jimmy, du musst ihn in den verbotenen Wald bringen, dass er sich verlauft. Okay, ja, aber er darf nicht noch größer werden. Hey, Lautsprechermann, schön, dass du hier überall Sachen hingemacht hast, aber wir gehen jetzt auf eine Vater-Sohn-Reise, okay? Reise? Ja, genau, Reise. Aha, da, wo ganz viele Lautsprecher sind. Genau, und keine Toiletten. Nee. Was ist das? Nimm den mit, Jimmy. Okay, das ist... Weißt du, was passiert? Das ist ein verzauberter goldener Apfel, Leute, die sind richtig selten. Na schön, dann komm mal mit. Los geht's. Oh, hoffentlich geht das nicht schief, Leute. Und, Braxy, versuch irgendwas herauszufinden und mach irgendwas, okay? Okay. Komm mit, Lautsprecher-Baby. Wir gehen einfach hier lang, genau. Wir gehen zum... Ich hab ne Idee, Leute. Wir gehen einfach zum Technikladen. Vielleicht mag er das ja. Komm mit, du magst doch Technik, oder, Lautsprechermann? Ja. Aha, genau, guck mal da. Da ist ein Technikladen. Aha, gefällt dir das nicht? Da kann man so PCs kaufen, Lautsprecher. Na, ist das cool? Armee. Was? Nein, ich glaube, das gefällt dem nicht, Leute. Nicht, dass der alles auf ist und größer wird. Das wäre gar nicht gut jetzt. Lautsprechermann, wir sollten... Hä? Nein, der fängt an, den Laden aufzuessen. Was macht der denn da? Hör auf damit, Lautsprechermann. Ich werde dich gleich wieder zum Ei machen und dann wirst du nie mehr schlüpfen. Genau. Hör sofort auf damit, Lautsprechermann. Okay? Jimmy böse? Nein. Guck mal hier, ich gebe dir Diamanten. So, und ich gebe dir meine Switch. Die ist zwar selten, aber ich schenke sie dir. Okay, ich bin dein... Hä? Nein, ich habe Angst, dass der groß wird, Leute. Wir sollten uns schnell beeilen und zum verbotenen Wald gehen.
Oh, los, komm mit, kleines Kind. Los. Wobei, kleines Kind ist er ja gar nicht mehr. Egal, Leute, wir kriegen das schon hin. Mit eurer Hilfe. Wenn ihr jetzt alle das Video liked, dann wird er bestimmt wieder zum Baby. Oh, kommt schon hier. Wir schaffen das. Oh, der gründet schon seine Armee. Wir müssen schnell machen, Leute. Nein. Das geht in die falsche Richtung, Leute. Oh, los. Nein. Nein, wir haben es geschafft, wir haben es wirklich geschafft. Hey, Kleiner, na, wie geht's dir? Bist du jetzt etwa wieder ein Baby? Oh, genau, und so musst du jetzt bleiben, kleines Kind. Aha, wir werden nämlich beste Freunde sein und ich werde dich für immer so behandeln, wie du jetzt bist, nämlich klein. Okay, Leute, wir haben es schon mal geschafft, dass er wieder ein Baby wurde. Ich glaube, wenn er nämlich eine Stufe größer geworden wäre, boah, das wäre gar nicht gut. Ich glaube, der hätte die ganze Stadt unter sich eingenommen. Oh, komm schon, wir müssen schnell zum verbotenen Wald. Der ist irgendwo da drüben. Komm und mach ja nichts kaputt, okay, kleines Kind? Nein, ich bin lieb. Okay, sehr gut. Niki ist da hinten schon in seinem Haus. Okay, wir gehen zum verbotenen Wald, Leute. Das wird ein Riesenspaß. Oh, ich bin richtig froh, dass er wieder klein ist, ey. Ich will mir gar nicht ausdenken, was so ein großer Lautsprecher hier in der Stadt alles machen kann. Der würde doch alles verwüsten, Leute. So, hier ist schon der verbotene Wald. Das sieht ein bisschen gruselig hier aus. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Vor allem, was soll ich denn hier machen? Hier ist doch gar nichts außer die Autobahn. Und Kleiner, na, wie fühlst du dich? Ich habe Angst. Angst? Wovor? Ich bin doch da. Ja, aber hier ist gruselig. Du hast recht. Okay, Leute, ich werde jetzt dem Kleinen eine Riesenüberraschung machen. Ich werde einfach ein Lagerfeuer machen und dann werden wir eine Hot Camping-Tour machen, Leute. Hier zwischen den beiden Seen. Das sieht doch richtig gut aus. Ich glaube, das mag er. Wenn ich ihm ein bisschen das Menschliche zeige, wird er vielleicht ein Mensch, Leute. Oh, ich muss aber sehen, wo er ist. Wo ist er denn jetzt? Lautsprecher-Baby, wo bist du? Lautsprecher-Baby? Mann, Leute, wenn ihr Lautsprecher-Baby seht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich sehe ihn nicht. Wo könnte der denn sein? Wo ist Lautsprecher-Baby? Lautsprecher-Baby, wo bist du? Mann, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Hä? Was ist denn das? Boah! Nein! Warte mal. Wie kann das sein, dass du jetzt auf einmal so groß bist? Meine Leute haben doch alle geliked. Ich dachte, das hat funktioniert. Die Angst hat mich gemacht groß. Du siehst richtig gefährlich aus. Was willst du machen? Du kannst gerne was essen, den goldenen Apfel, genau. Hier, vielleicht bringt das was. Oh nein, Leute. Jetzt ist der riesig geworden. Hä? Hey! Das ist von Niki gewesen. Das hat er mir extra geschenkt. Niki ist ein netter gewesen. Hör mal zu, Lautsprecher, Mann. Wenn du wirklich noch mich als Papa siehst, dann bist du nett zu allen, okay? Ich habe Hunger. Was sollen wir ihm zu essen geben, Leute? Und ich glaube, wenn ich ihm noch mehr zu essen gebe, wird er noch größer. Ich darf ihm nichts zu essen geben. Nein, ich als Paps erlaube dir nichts mehr zu essen, weil du hast schon genug gegessen. Bestimmt hast du irgendwelche Handys gegessen oder so. Jetzt gehen wir nach Hause. Komm, das reicht jetzt. Hunger. Oh, Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der langsam richtig böse wird und vielleicht auf mich losgeht oder so. Mann, wieso kann der nicht einfach ein Baby bleiben? Das wäre viel cooler. Na schön, komm mit. Ich gebe dir zu Hause was. Aha, wir können ja einfach uns... Hä? Nein, du sollst nicht meine Switches essen. Das sind meine. Oh nein, ich muss schnell meine Switch retten, Leute. Oh, bevor der alle auf ist. Hör auf, meine Switches zu essen. Das sind... Oh nein. Oh, ich habe 3 Stück gerettet. Okay, wir legen uns jetzt schlafen. Und wehe, du machst irgendwas, okay? Oh, Leute, der ist gruselig. Ja, leg dich lieber schlafen. Genau, ich schlaf aber oben. Schlaf gut. Lautsprecher, Baby oder... Oh, der ist schon richtig alt geworden, Leute. Wir müssen nach oben gehen. Timmy. Hä? Praxista. Oh, Praxista. Ich wollte mich gerade schlafen legen. Bleib du da, wo du bist. Praxi. Praxi. Hä? Was sind das für Flügel? Ist alles okay? Nein, guck mal da rein. Der ist voll groß geworden.
Der will mich essen, Braxy. Was machen wir denn jetzt? Ich war mit den Drachen reden und die Drachen meinten, die können uns auch nicht helfen, weil das viel zu gefährlich ist. Aber was soll das jetzt heißen? Habe ich jetzt meinen Hausfilmer verloren oder was? Du hast uns alle verloren. Nein, Leute, das geht gar nicht gut aus. Ich glaube, diesmal war es das wirklich. Ich glaube, der Lautsprechermann, mit dem ist nicht zu spaßen. Aber sind die nicht eigentlich nett? Vielleicht ist das auch ein Mutant oder so. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Wo ist er hin? Nein, wo ist er hin? Hey! Nein, wo ist er? Oh mein Gott. Oh, ich hab mich voll erschrocken. Oh, Braxy, ich hab mich ehrlich richtig erschrocken, Mann, der ist voll gruselig, ey, Mann. Der hat mein Haus eingenommen. Was machen wir denn jetzt? Weiß nicht. Vielleicht muss jeder ein Abo da lassen und dann verschwindet er. Ich weiß es nicht. Oh nein, Leute. Ihr habt's gesehen, der hat mein Haus eingenommen. Leute, ich glaube, es hilft nur wirklich eins. Wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, vielleicht können wir dann irgendwas bewerkstelligen. Oh, ich brauche von jedem jetzt die Hilfe, Leute, damit wir nicht die Stadt verlieren. Was hast du eigentlich für Flügel dann, Braxy? Ich sag doch, ich war bei den Drachen. Vielleicht? Ich habe eine Idee, Braxy. Die Leute haben ja abonniert. Was ist, wenn wir ihm die Flügel schenken und er fliegt einfach weg, hä? Das ist voll die gute Idee. Was müssen wir machen? Komm schon, machst du, Braxy. Ja, Jimmy, ich bin hier oben. Ich sehe dich, Niki. Was hast du vor? Soll ich einbrechen und ihn einem über die Rübe geben? Nein, Niki, der ist gefährlich. Komm da runter wieder. Oh, du bist doch verrückt. Außerdem ist er wieder an meine Tür. Ich sehe schon. Der will mich wieder erschrecken, aber diesmal werde ich ihn erschrecken. Weil ich werde einfach durch die Fensterscheibe durchgehen. So, Leute. Und zack. Hä? Wo ist er hin? Hä, Lautsprechermann? Lautsprechermann, wo bist du? Oh. Leute, seht ihr den Lautsprechermann? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Wo ist er hin? Hier oben ist er. Da ist er doch. Okay, Lautsprechermann, pass auf. Ich habe eine Überraschung für dich. Schau mal hier. Ich habe so Flügel. Wenn du die anziehst, dann kannst du ganz weit wegfliegen und kannst dein eigenes Leben machen. Was hältst du davon? Genau, du musst nur hier rausgehen und dann... Oh, Leute, ich glaube, wir sollten mal aufs Trampolin gehen. Und dann kannst du hier rausspringen, na? Er ist da unten, Leute. Wir müssen hier aufs Trampolin. Los, spring! Nimm das als Katapult, nicht ehrlich! Flieg! Oh, er fliegt einfach davon, Leute, wie cool! Oh, Leute, ihr seid die Besten. Zusammen haben wir es geschafft. Dank eurer Hilfe, weil ihr auch abonniert habt. Ihr seid wirklich die allerbesten. Oh, Leute, ich weiß nicht, was ich ohne euch tun würde, Braxy und Niki. Danke, dass es euch gibt. Oh, Leute, ich bin echt gespannt, was da drin ist. Die wird jetzt die ganzen Blöcke aufmachen. Ich bin echt gespannt, was da drin sein kann. Bin sowas von bereit. Okay, dann mach mal auf. Und das Erste, was war da drin? Hä? Wieder so ein fliegendes Schwein, Leute. Das ist voll komisch. Ich wusste gar nicht, dass die fliegen können. Boah, warte mal. Das ist TNT. Boah. Hey. Aber... Oh nein, deine ganzen Lucky Blöcke sind in die Luft gegangen. Och Mann, das tut mir richtig leid, Kamerafrau. Sei nicht traurig, es gibt noch richtig viele andere. Schau mal, da drüben gibt es so einen Tempel. Sollen wir da mal hingehen? Oh nein, da sind auch so Schalkerkisten. Die sind gefährlich. Abhauen, Rückzug. Oh Mann. Wir müssen hier weg, Leute. Ich muss ganz schnell wieder zu dem One-Block gehen. Oh Mann. Zum Glück haben wir da eine Base. Oh mein Gott. Das Ding verfolgt einen. Rein hier. Hä? Hast du das einfach erledigt? Boah, das hast du richtig gut gemacht. Okay, weißt du was? Ich würde sagen, ich mache hier den nächsten Block auf und vielleicht finde ich ja was Cooles für dich. Oh, das ist gar nicht gut. Das war ein Monster. Du hast mich wieder gerettet. Du bist einfach die Beste. Okay, pass auf. Ich werde hier ein bisschen die Blöcke öffnen und wenn du magst, kannst du dich zum nächsten One-Block zu welchem? Naja, du kannst dich darüber bauen. Du kannst dich zum grünen bauen oder zum blauen.
Okay, ich bin gespannt, Leute. Das wird mega. Okay, wir werden jetzt den nächsten Lucky Block aufmachen. 3, 2, 1 und zack, Leute. Hä? Was sind denn das für komische Sachen? Die fliegen hier einfach rum. Leute, wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Mhm, dafür, dass wir heute noch nach Hause kommen. Okay, wir müssen den nächsten aufmachen und... Hä? Da war gar nichts drin. Oh, Mann. Okay, aber jetzt, hä? Das ist ein Pferd. Leute, das Pferd sieht einfach voll cool aus. Oh, ich wollte dich nicht schlagen. Tut mir leid, du standest im Weg. Pass auf, Leute, wir machen den nächsten auf. Und zack, nochmal so komische... Aua, hört auf mich zu schlagen. Oh, ihr seid alle böse. Haut ab jetzt. Boah, oh, hä? Wo kommt das her? Ist das etwa das Pferd? Oh Mann, Pferd, sei leise. Ich wusste gar nicht, dass das Pferd böse sein kann. Huh? Okay, wir müssen mal weitermachen. Oh nein, das ist eine Mumie, Leute. Die Mumie müssen wir fertig machen. Sowas von fertig. Sag mal, hast du schon wieder fertig gebaut? Mhm. Boah, du bist ja mega schnell. Okay, dann komme ich dich verfolgen. Okay, in welche Richtung hast du gebaut? Ich bin echt gespannt. Blau. Au. Oh. Mhm. Bin fast mal, guck mal, da ist meine Lieblingsfarbe, Orange. Mm, Orange? Warte mal, das ist doch meine Farbe. Naja, sehr komisch. Wir gehen mal rüber, Leute. Was meint ihr, was da drüben ist? Könnte da richtig was Cooles drin sein? Ich bin gespannt. Okay, aber diesmal mache ich das auf, weil letztes Mal ist es... Okay, sehr gut. Und 3, 2, 1, aufmachen. Okay, wir haben hier ganz viele blaue Lucky-Blöcke. Habt ihr eine Idee, was da drin sein kann? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. 3, 2, 1 und öffnen. Hä? Warte mal. Ich kriege hier keine Luft. Ich rette dich. Hä, Hilfe. Oh mein Gott, du hast mich gerettet. Oh, wieder mal. Was war das? War das etwa ein Wassergefängnis? Hey, das ist ja voll cool. Kannst du auch andere Kunststücke? Hallo. Das sieht voll lustig aus. Oh, du bist echt die Beste. Danke dir. Soll ich dir einen Kuss geben? Warte, nein, ich küsse keine Mädchen. Noch nicht. Dafür bin ich zu jung, genau. Okay, Leute, wir müssen den nächsten Block aufmachen. Dafür müssen wir einmal hier tauchen. Oh, okay, wir müssen den Block aufmachen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und aufmachen. Hast du mich gerade geschlagen? Hm, ich merke mir das. Okay, das ist wieder so ein böses Pferd. Boah, von denen musst du aufpassen. Die sind richtig gefährlich. Okay, ich werde noch einen Lucky Block aufmachen. Und zack. Boah, Spinne. Das sind ganz viele Spinnen. Oh, oh, Leute. Oh, zum Glück ist er draufgegangen. Okay, ich mache den nächsten Lucky Block auf. Und zack. Hey, da ist ein Boot. Wie cool ist das denn? Oh, der nächste Lucky Block. Und zack, Leute. Hä? Boah, Leute, das Pferd ist einfach runtergefallen. Haha. Oh, Mann, ey. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch mehr Blöcke öffnen. Und zack. Hm, da war nichts drin. Aber hier vielleicht noch ein Boot. Wow, das Boot geht nach unten, aber ich will nicht nach unten. Weißt du was? Wir müssen zu der Hand gehen. Genau. Siehst du die Hand da drüben? Aber zuerst zu Orange. Orange? Na schön, dann bau dich zu Orange. Wenn du genug Materialien hast, kannst du rüberbauen. Ich mach so lange hier ein paar Blöcke, okay? Oh, ich bin gespannt, Leute. Oh, irgendwie ist sie richtig nett. Netter als das Fangirl auf jeden Fall. Boah, da sind sogar kleine Fischis. Wie cool ist das denn? So, Leute. Und den nächsten Lucky Block. Wow, da sind ganz viele Tintenfische. Wo kommen die denn alle her? Oh, die sollten auf jeden Fall wieder zurück ins Meer gehen. Sag mal, hat der gerade Tinte gesprüht? Hey, hör auf, die Tinte zu sprühen. Uah, jetzt bin ich komplett voller Tinte, Mann. Mann, dieser blöde Oktopus soll weggehen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen noch einen auf und schauen mal gleich, wie weit das Fangirl ist. Sag mal, wie schnell baust du denn? Du bist ja mega schnell. Boah, du machst das richtig gut. Okay, und du willst unbedingt den orangen Lucky Block aufmachen? Mhm. Na schön, dann überlasse ich dir die Ehre. Du darfst ihn aufmachen. Oh, Leute, das sieht aus wie ein Hot Chip. Aha, das sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, das könnte aber auch gefährlich sein. Na schön, dann mach mal auf. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Ich bin sowas von super bereit. Mach auf. Boah, Leute. Hä? Da war ja... Doch, da ist... da ist Dreck drinne und vergammeltes Essen. Ich mach den nächsten auf und... Hä?
Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da nur, naja, gruselige Sachen rauskommen. Nein! Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Hoffentlich, wir müssen ja irgendwie Wasser holen. Warte kurz. Oh, nein. Nein, Leute. Das Fangirl-Kameramädchen ist weg. Das gibt's doch nicht. Hä? Ich höre sie irgendwo. Hä? Wo ist sie? Jimmy! Seht ihr sie? Ich sehe sie gar nicht. Oh, Jimmy! Nein. Hä? Sag mal, bist du da drüben bei der Hand? Ja. Hä? Was machst du da drüben? Hilfe! Oh nein, wir müssen uns ganz schnell rüberbauen, Leute. Und boah, da kam Seelensand raus und noch ein Portal. Aber ich brauche irgendwas zum Rüberbauen, Leute. Oh, oh, ich glaube, der Kuh geht's nicht gut. Und den nächsten Lucky Block aufmachen. Ja, das ist gar nicht gut. Hi, ich wollte hier wirklich niemanden stören. Genau, und deswegen gehe ich hier wieder raus, ganz schnell. Und gehe zu meiner Freundin, genau. Boah, Leute, ich habe richtig, richtig viel Erde bekommen. Das heißt, wir können uns endlich rüberbauen. Und das müssen wir auf jeden Fall schnell machen. Nicht, dass hier irgendwas passiert oder so. Los, Leute, wir müssen uns ganz schnell rüberbauen. Nicht, dass es wieder Nacht wird und die ganzen Monster kommen. Das wäre gar nicht gut, Leute. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Wir sehen uns gleich, wenn ich drüber bin. So, Leute, ich habe mich komplett drüber gebaut und hier muss irgendwo jetzt sie sein, aber ich weiß nicht wo, hä? Ja? Ja, ich höre dich, wo bist du? Hilfe! Hä, sie ist irgendwo in Notsituation, Leute, aber ich weiß nicht, wo die sein könnte. Ist sie etwa hier drin? Warte mal. Hä, hier drin ist sie auch nicht. Oh nein, wo bist du? In dem Loch! In einem Loch? Warte mal, da vorne war ein Loch, ich höre das doch. Oh nein, warum kommst du da nicht mehr raus? Und oh, was ist los? Was ist passiert? Reingefallen. Wow, und das sind voll viel Erze, Leute. Hier sind überall Diamanten. Sollen wir sie retten oder sollen wir die ganzen Diamanten mitnehmen, Leute? Was sollen wir tun? Schreibt sie jetzt in die Kommentare, wenn wir sie retten sollen oder doch lieber die ganzen Erze mitnehmen sollen. Oh Mann, das ist so eine Versuchung, Leute. Oh, na schön, ja, sie hat gesagt, ich soll sie retten. Dann rette ich sie eben. Warte, 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 ich komme runter. Ich mache dir hier einen Weg hin. So, danke. Jetzt kannst du hier hoch und schau mal, wir können zusammen den Sonnenuntergang genießen. Wow. Ist das nicht richtig romantisch? Und weißt du, ich muss dir was gestehen, Kamera-Fangirl. Ich weiß nicht. Naja, wir sind ja jetzt schon einige Zeit hier und du bist mir richtig ans Herz gewachsen. Und ich habe Gefühle für dich bekommen, genau. Ich auch. Und ich wollte fragen, ob du, naja, meine Frau werden willst. Ja. Jetzt schon? Na klar, warum nicht? Wir sind doch eh hier gefangen und niemand hilft uns. Schau mal, Monster. Da kommen schon die ersten Monster. Ich hab's dir gesagt. Oh nein, 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 Leute. Ihr müsst uns auf jeden Fall helfen. Ich glaube, wir kommen hier nie wieder raus. Oh Mann, Mann, Mann. Wenigstens bin ich hier nicht alleine. Wow, die haben sogar drei Zacks und so. Das ist richtig selten. Oh, ich muss ganz schnell einen Lucky Block aufmachen. Hä? Da war ja nur so ein blöder Minecart drin. Oh, ein Trainer. Oh mein Gott, ein Dreizack. Oh, dann nix. Nein, 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 nein. Mir kriegt hier, glaube ich, gar nichts Gutes raus. Aua, aua, aua. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein Gott, wohin, wohin, wohin? Oh nein, was sollen wir machen, Leuten? Hä? Wo? Hast du vielleicht eine Idee? Oh, danke dir. Angriff mit einer Steinpicksacke. Na schön, okay, dann greifen wir die eben an. Let's go. Attacke, Leute. Aber erstmal werden die ganzen Lucky Blöcke aufgemacht. Boah, Mann, das war richtig knapp. Und ich glaube, hier ist ein Totem drin. Und weißt du, was das bedeutet? Wir sind unsterblich. Und oh mein Gott, da kommen schon die Ersten. Wisst ihr was? Ich würde sagen, ich und das Fangirl-Kameramädchen, wir müssen uns jetzt erstmal hier ein bisschen ausruhen und müssen kämpfen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich hoffe, wir kommen hier raus. Mach's gut, Fanmädchen und Kameramann. Tschüss.